Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu dem Bundeswehr-Mod-Interview. Das wurde sich lange gewünscht und ich möchte mich hier vorweg einmal bei allen Teilnehmern bedanken, die dabei waren, auch die Fragen, die ihr gestellt habt und vor allem, wie gesagt, an die Teilnehmer, die sich die Zeit genommen haben, für mich, für uns allgemein die Fragen zu beantworten. Und mit diesen Worten wünsche ich euch heute nun viel Spaß bei dem Interview. Hallo und schön erstmal, dass ihr euch Zeit genommen habt. Vielleicht erst einmal vorweg, das Projekt Bundeswehr ist ja nun mal bekannt in der Szene, sei es Arma 2 oder sei es Arma 3. Wer seid ihr? Was habt ihr für Aufgaben innerhalb des Teams? Einfach mal so eine kleine Vorstellungsrunde, mit wem spreche ich überhaupt, beziehungsweise wen hören wir hier alles? Okay, also ich bin Kickapoo oder Patrick. Ich bin 3D-Artist in dem Sinne, dass ich 3D-Modelle erstelle und ich führe die ganze Sache so ein bisschen an. Ja, so also quasi der Chef von allen. So kann man das verstehen. Ghost, mit dir spreche ich auch hier. Wer bist du? Was machst du? Was sind deine Aufgaben im Team? Ja, bei mir ist es ähnlich wie Kickapoo. Ich erstelle die 3D-Modelle, bin dann ebenfalls seit 2013 Mitglied der BW-Mod. Daneben gehören zu meinen Aufgaben noch das Verwalten der öffentlichen Auftritte der Bundeswehr-Mod, wie beispielsweise die Facebook-Seite auf Armor World und jetzt seit neuem den Steam-Workshop. Also eher so der Publisher, der das Marketing oder beziehungsweise so, der quasi die Kommunikation so ein bisschen pflegt, wenn ich das richtig verstehe. Wie kann ich mir das so vorstellen? Ja, genau. Ich bin dafür da, dass ich, sagen wir, auf der Facebook-Seite und Armor World News verfasse, Work in Progress, Sachen teile und eben mit den Leuten kommuniziere, die dann eben Fragen stellen beziehungsweise sich zurückmelden wegen Problemen oder sonstigen. Okay, das verstehe ich ganz gut und das ist, ja, denke ich, auch kein einfacher Job immer, beziehungsweise vor allen Dingen bei der Community heutzutage. Dann spreche ich noch mit Ironie, beziehungsweise der Ironie ist noch dabei. Was machst du im Team? Wer bist du? Wie lange bist du schon dabei? Ja, ich bin 34, heiße Ironie, eigentlich Sascha, bin dabei seit Mitte 2015, wenn ich das jetzt richtig weiß, bin zuständig für den Content-Import. Das ist eigentlich die Hauptsache. Zwischendurch baue ich auch mal ein paar Modelle oder was dann beim Content-Import nicht passt, baue ich dann um. Mach die Sounds, mach teilweise ein paar Skripte, wobei das grundsätzlich Kommi macht. Aber wenn man so will, das Mädchen für alles. Ja, das zu mir. Dann haben wir noch eine vierte Person hier im Kreis, den Marc. Und wie sieht's mit dir aus? Genau, ja, mein Name ist Marc Buck, ich bin 18. Bin jetzt auch seit Mitte 2015 dabei. Ich war, glaube ich, 2 Tage vorher vor Ironie da. Kümmere mich auch um den Content-Import. Mache auch mal so die ein oder anderen Modelle, die dann quasi nicht zu sehen sind. Denke ich, kann man später vielleicht noch weiter drüber reden. Ja. Ich sag mal so, jetzt spreche ich hier 4 Mitverantwortlichen bzw. Mitentwickler der BW-Mod. Aber ihr seid ja mehrere Leute. Wie viel seid ihr an der Zahl ungefähr? Okay, das muss man ein bisschen differenzieren. Wir haben natürlich Leute, die richtig aktiv daran arbeiten, welche die beraten und wir haben auch welche, die kollaborieren, also in irgendeiner Art und Weise da mitwirken, wie auch immer. Ich würde sagen, das ist schon der harte Kern, plus nochmal 2, 3 Leute und dann nochmal circa 4 Leute, die nicht komplett mitwirken, sondern eben kollaborieren oder ähnliches. Okay, die Frage, die ich tatsächlich nicht auf den Stein jetzt stehen lassen habe, beziehungsweise auf den Papier, was jetzt aber aufgefallen ist, du sagst gerade Berater, wie kann ich mir das so vorstellen, der Modding sehen? Da bin ich jetzt doch mal kurz neugierig geworden. Also wir haben zum Beispiel einen dabei, der an sich auch ein 3D-Artist ist, aber eben einfach nicht die Zeit dazu findet, der aber leichten Zugang zu Blaupausen und ähnlichen Informationen hat, die uns natürlich dann helfen, 3D-Modelle zu bauen. Okay, weil ich kenne Berater aus der Wirtschaft ziemlich gut, die sagen immer, dass man seinen Job verliert, aber ist hier Gott sei Dank nicht so. Auf meiner Website habt ihr auch schon viele, viele Punkte, die angesprochen sind, beziehungsweise die offen sind, die ausgekraut sind, wo zwar schon der Name oder so ein bisschen was drinsteht. Für die Zukunft habt ihr da noch mehr geplant als auf der Website? Also die Webseite, muss man sagen, die ist komplett veraltet. Wir sind da selbst noch nicht ganz entschlossen, ob wir diese verändern, also wieder neu aufbauen oder eine komplett neue Seite erstellen. Das Problem bei der Webseite ist, dass oft falsche Erwartungen geschürt wurden. Also es ist jetzt auch immer noch so, dass da Sachen drinstehen, die wahrscheinlich nicht kommen werden, also namentlich der Büffel.
Des Weiteren hat uns das Forum doch einiges schwieriger gemacht, als wir es dachten, wodurch das natürlich auch so ein Punkt ist, den wir nochmal überdenken müssen. Also steckt da noch viel Arbeit auf euch, was da zukünftig kommen wird. Genau, also man kann schon sich nochmal anschauen, dann was damit passiert, ob es jetzt nochmal verändert wird oder was ganz Neues gibt, das wird dann in naher Zukunft geklärt. Da bin ich ja gespannt, was ich tun wird. Also da verfolge ich immer, ich verfolge euch sowieso immer fleißig. Das wird mir also sicherlich auffallen, wenn die Website plötzlich neu ist und ihr es ankündigen werdet. Aber eins kommen wir vielleicht zu Beginn an. Das ist immer so ein Thema, was, glaube ich, euch ziemlich nervt, was mich auch ziemlich nervt, der sehr, sehr viel Respekt vor Moddern, Mappern, whatever oder auch Missionsdesignern hat. Allgemein, die viel Zeit in Arma reinstecken. Euch wird immer sehr gerne und sehr einfach nachgesagt, wie langsam doch die Entwicklung der BW-Mod ist im Vergleich zu RS und Cup, wird sehr, sehr gerne genommen dazu. Ich denke schon, dass das ziemlich stört und ich weiß nicht, ob das auch, ich kann mir vorstellen, dass das demotivierend wirkt. Möcht ihr vielleicht sagen, warum das so ist? Also es gibt ja sicherlich einen Grund, warum das einfach so ist. Ja, also wenn die Vergleiche kommen von wegen Cup oder RHS, muss man auch gleich dazu sagen, dass das wesentlich größere Teams sind. Ja, also alleine, wenn man auf die RHS-Seite geht, dann sieht man ja, wer da alles mit dran wirkt und das sind einfach mehr Leute. Des Weiteren haben wir einfach nicht so viel Zeit. Also die meisten von uns sind entweder berufstätig oder studieren. Und da kann man sich ausrechnen, dass da einfach nicht so viel Zeit über ist. Wenn wir jetzt hier unseren Berater sehen, der wie gesagt eigentlich auch 3D-Modelle baut, aber einfach nicht die Zeit dafür hat, der tut dann das, was er kann, aber eben nicht mit dem Spektrum, wie andere das vielleicht vermuten würden. Und so eine Mod-Entwicklung, genauso wie eine Map-Entwicklung oder whatever, in Arma ist ja auch nicht immer in 2-3 Minuten gemacht, nehme ich an, dazu kommen wir später auch nochmal, den Prozess denke ich an sich. Ja, Zeit ist natürlich immer ein Grund, kann ich absolut nachvollziehen und sollten auch viele draußen nachvollziehen können eigentlich, dass man natürlich da nicht immer unbedingt auf Verständnis stößt, ist auch leider bekannt heutzutage. Aber kommen wir vielleicht mal ganz kurz zu einer fachlichen Frage direkt, die besonders viele interessieren wird, weil ihr hypt das Ganze auch ziemlich gut an und ich bin auch ziemlich gehypt, muss ich gestehen. Der Igel ist ein, also was ich sehe mit dem Blinker und so weiter und so fort, da achtet ihr sehr aufs Detail und so. Finde ich persönlich sehr interessant, weil es so eine Art, es ist halt ein Transporter, beziehungsweise Transportfahrzeug, Personentransportfahrzeug letztendlich, was wir mitnehmen können, beziehungsweise was neu ist in der Bundeswehr-Mod dann, was reinkommt. Wann können wir ungefähr mit den Igel rechnen? Ja, also ich denke, das ist mein Zeitpunkt. Da arbeite ich jetzt gerade sehr intensiv daran mit Ironie und Kommi. Wir sind schon relativ weit, werden es dann demnächst in den Multiplayer-Test gehen. Jedoch müssen wir auf jeden Fall noch auf das nächste Arma-Update warten und bis dahin werden wir wahrscheinlich auch noch nicht ganz fertig sein. Besprechen können wir, wie gesagt, weiterhin immer nichts. Wenn man sich jetzt mal so anschaut, was wir da jetzt gemacht haben, also wir haben in etwa 50 Tasks abgearbeitet, einfach ein paar Stichpunkte zu nennen, also so den Schützenmonitor ist zum Beispiel einer dabei, die Rückfahrkamera, das komplette Hitpoint-System, also da gehört eben sehr, sehr viel dazu. Das dauert natürlich auch Zeit und das muss wirklich alles getestet werden, ob dann der Reifen auch wirklich dann kaputt geht, wie es bei den Arma-Fahrzeugen ist. Und im Multiplayer ist das Ganze auch nochmal was komplett anderes. Okay, das habe ich gar nicht so durchdacht. Ich als Spieler sehe immer nur, dass ich in ein Fahrzeug einsteige, ich fahre damit, aber dass natürlich auch der Reifen dann kaputt gehen muss, wann er kaputt gehen soll, klingt logisch, ist es auch. Macht es sehr viele Unterschiede zum Multiplayer, vielleicht doch ganz kurz gefragt, sind die so erheblich, ohne jetzt ins Detail zu gehen? Also jetzt beim speziellen Beispiel Reifen natürlich nicht, aber so die ganzen Skripts, die da laufen, da gibt's dann doch Befehle, die im Multiplayer dann nicht so funktionieren, wie sie im Singleplayer funktionieren, wo man dann nochmal speziell gucken muss, ob das auch wirklich funktioniert. Okay, also das Übliche, was man auch beim Missionsbau hat, alles immer doppelt und dreifach testen auf verschiedenen Plattformen, am besten noch. Ja gut, kann ich mir vorstellen, dass das viel Arbeit ist und dass man das jetzt nicht ganz schnell macht. Und der Igel ist ja eine sehr, sehr gute Alternative zum Dingo von Cup. Viele Leute fragen und auch ich, das ist vielleicht so eine Frage, wir werden das nachher verallgemeinern noch ein bisschen, die Frage, ob es den Wolf jedenfalls wiederkommt. Ich weiß gar nicht, warum ich den Wolf immer so toll fand, weil es einfach, ja eigentlich weiß ich echt nicht, warum ich ihn so toll fand. Was sagt ihr dazu? Ist der realistisch? Also das würde mich jetzt interessieren. Also realistisch ist er auf jeden Fall. Aber man muss da auch ein bisschen auf die Prioritäten gucken, ne? Also wenn wir jetzt sagen, wir machen einen Igel und dann einen Wolf und alles andere vernachlässigen wir, dann bekommen wir auch schnell gesagt, wo unsere Prioritäten liegen sollten.
Ja, und immer ist wieder ein Aber da. Ich kann es absolut nachvollziehen, egal was man macht und wie man es macht. Man macht es letztendlich, glaube ich, eh verkehrt. Ich glaube, das kennt ihr ganz gut. Das kenne ich persönlich als Planleitung, als Missionsbauer. Egal was man macht es eh nie immer jemandem recht. Vielleicht kurz etwas Technisches. Ihr modelliert ja alles selber, wenn ich das richtig sehe. Und das macht ihr immer fleißig. Erklärt uns, wie macht ihr das? Habt ihr da so 1:1 Vorlagen oder wie läuft das? Wie kann ich mir das so vorstellen? Wie beginnt der ganze Prozess? Ja, im Idealfall findet man 1:1 Vorlagen. Nimmt man beispielsweise ein Fahrzeug, das man erstellen will, möchte man ja versuchen, möglichst präzise das Fahrzeug wieder darzustellen. Dazu sucht man sich dann Blaupausen raus, Seitenansichten, Ansichten von oben, von vorne, von hinten, dass man das Fahrzeug aus möglichst vielen Winkeln sieht und die Proportionen möglichst exakt hinbekommt. Daneben sammelt man noch eine große Anzahl an Referenzmaterialien, Bildern aus allen möglichen Winkeln, Detailaufnahmen von verschiedenen Teilen am Fahrzeug, von den Felgen, von Scharnieren, Nieten und so weiter und so fort, dass man dann im Endeffekt das Fahrzeug, wie gesagt, möglichst detailgetreu darstellen kann. Also ein riesiger Aufwand, nehme ich an. Kann ich mir gut vorstellen. Ihr habt ja auch schon so ein bisschen, da kommen wir vielleicht, bevor ich zum nächsten Punkt komme, entschuldigt, ich will auch so ein bisschen nach der Liste gehen, damit ich nicht ganz durcheinander komme und ihr wahrscheinlich auch nicht. Zu den Sounds vielleicht doch mal ganz kurz, also ich sehe ja immer Sounds in Spielen oder ich habe auch schon von professionellen Entwicklerstudios, da sieht man immer so Aufnahmen, wie das läuft, da stellen die sich extra, da nehmen die wirklich MG-Sounds live auf bei der Sache. Wie läuft das im Modding-Bereich? Jetzt nehmen wir mal, ihr mit dem nächsten Update kommt ja der G36-Sound und allgemeine Soundverbesserung bei euch. Wie kann ich mir so vorstellen, wie so eine Soundaufnahme im Modding Bereich funktioniert, wenn man eben keine Tausende von Euro zur Verfügung hat, um das professionell machen zu können? Ja, professionell ist mal bei mir so dahingestellt. Also ich bin ganz oft im Netz unterwegs und suche mir halt Sounds nicht raus, sondern Vergleichssounds. Sei es aus Videos, aus irgendwelchen Filmen jetzt nicht, aber aus Live-Mitschnitten auf YouTube und so weiter. Und dann hat man hier natürlich ein gewisses Repertoire an Sound-Samples, die man dann so gut wie möglich versucht, auf das anzupassen, was man da gesehen bzw. gehört hat. Eigentlich ist es ganz rudimentär. Ich habe nichts zum Aufnehmen. Ich habe auch keinen Zugang zu irgendwelchen Waffen. Deswegen kann ich gar nichts aufnehmen. Von daher ist es, mache ich das ganz rudimentär. Und dann ist es ja sowieso immer eine Streitfrage. Dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Und daher hört es sich mal besser an und mal schlechter. Wobei Arma jetzt mit dem neuen Apex Sound Set, mit dem neuen Apex Sound System, es dem Modder wesentlich einfacher macht, Sound zusammenzustellen. Da man Sounds jetzt überlagern lassen kann und die Waffe hört sich am Mann anders an als aus 3 Kilometern Entfernung. Werden dann verschiedene Samples abgespielt und übereinander gelegt. Und das macht es mir dann wesentlich einfacher. Okay, also ich habe mir das Video angeguckt, da gibt es auch schon ein Video, Link ist natürlich unten in der Beschreibung dazu, die neuen Sounds. Also ich persönlich finde sie sehr großartig, wirklich sehr, sehr gut gemacht und sehr gut gelungen. Interessant mal da so einen kleinen Einblick zu bekommen. Eine Frage, die ich mir so stelle, auch da verallgemeinert, das können wir uns dann später, glaube ich, auch ein bisschen mehr sparen. Ihr habt jetzt momentan draußen den Leopard, den Puma und den Tiger, der ist draußen. Jetzt ist in Zukunft natürlich noch jetzt ganz klar, in naher Zukunft, sage ich mal, der Eagle geplant, beziehungsweise der schon fast fertig ist, also ihr gut in der Endphase seid, sage ich mal. Plant ihr auch noch weitere Luftfahrzeuge? Das wird bestimmt viele interessieren. Also die einzigen Pläne für Luftfahrzeuge, die wir haben, ist an sich der Yui. Das aber auch nur, weil Ironie mal damit angefangen hatte, in Eigenregie, der dann auch einen bestimmten Status hat. Und deswegen war der auch schon in Bildern und in Videos zu sehen. Ja, das Bild habe ich gesehen tatsächlich, da ist der mir tatsächlich aufgefallen. Also da können wir aber zumindest noch mit dem Helikopter rechnen und alles weitere ist erstmal nicht geplant. Ja gut. Gut Ding will Weile haben, sage ich immer. Eine Frage, die auch von der Community kam, war, ihr baut ja sehr semi-futuristisches Equipment, was man jetzt so auch vom Bundeswehr-Channel kennt, so das IDZ-Equipment. Wie sieht das, also warum weniger allgemeine bzw. aktuelle Ausrüstung, sondern eher schon so ein bisschen zukunftsorientiert? Also wir hatten uns damals, beziehungsweise muss man auch sagen, der ursprüngliche Gründer der BW-Mod für Arma 3
hatte sich das Ziel gesetzt, Material von 2005 bis 2020 darzustellen. Ja, also Sachen, von denen man weiß, die sind schon da, Sachen, von denen man eine Prognose erstellen kann, dass sie noch kommen. Und natürlich sollte das auch so ein bisschen auch in ARMA reinpassen, ne, was ja ein futuristisches Szenario ist. Das schon mit ARMA 2 war mit ARMA 3 war der ja ein guter Sprung. Genau. Und ja, vielleicht war es auch ein bisschen, wie gesagt, von demjenigen auch ein bisschen über das ganz alte Material, mit dem wir ja auch lange genug gespielt haben, dass das auch so ein bisschen daher kam. Ja, man will ja irgendwann auch Neues haben, nachvollziehbar. Der Fennec ist ja quasi ein Fahrzeug, was bei Vanilla dabei ist und ist ja in der Praxis, also in echt auch ein echtes Bundeswehrfahrzeug. Ihr baut ihr einen eigenen irgendwann oder wieso bearbeitet ihr nicht den Vanilla-Fennec, wenn man euch eigentlich so quasi, es gibt ja unzählige Texturen für verschiedene Vanilla-Fahrzeuge. Warum habt ihr euch so ein bisschen dagegen entschieden, den zu bearbeiten? Ja, der Fennec ist nicht so einfach, also generell ist es nicht einfach, an so einem Vanilla-Fahrzeug zu arbeiten. Jetzt beim Fennec zum Beispiel hat er eine ganz falsche Waffenanlage. Die kann man auch nicht einfach so ersetzen. Und dazu kommt dann auch noch, dass der Fennec von ARMA eine gespiegelte Textur hat. Das heißt, dieses komplette Modell ist in der Mitte gespalten. Und alles, was auf der Motorhaube, also ich sag jetzt mal Motorhaube, ist vorne drauf, wäre dann symmetrisch. Und so ein Tarnmuster von der Bundeswehr ist natürlich nicht symmetrisch, was dann auch ein ziemlicher Dämpfer ist. Also grundlegend erstmal Sachen, dass man manche Sachen einfach nicht so leicht verändern kann und deswegen den dann einfach nicht übernimmt, wenn ich das richtig verstehe. Genau. Man müsste jetzt viel Arbeit reinstecken, wäre aber hinterher nicht zufrieden. Also und das ist ja, wäre blödsinnig. Die Zeit, die man reinsteckt und dann hinterher sagt, nichts Halbes und nichts Ganzes und das machen wir dann halt nicht. Man hat ja auch gewisse eigene Qualitätsansprüche, kann ich mir sehr gut vorstellen. Richtig. Und wenn man dann nur so halb zufrieden ist, ja, dass man da frustriert ist, wenn man da Stunden Arbeit reinsteckt, wie gesagt, auch das glaube ich nicht mit den 10 Minuten gemacht sein, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, nachvollziehbar. Absolut nachvollziehbar. Es wurde auch mal gefragt von der Community, ob ihr euch damals um die Assets, also von ARMA 2, bemüht habt. Da sind wir wieder bei dem Thema. Klar, der alte Stoff so ein bisschen. Oder ob ihr von grundlegend die Mod einfach neu aufbauen wolltet. Oder ob es da vielleicht auch andere Probleme gab, warum ihr das von ARMA 2 nicht importiert habt, so ein bisschen, und vielleicht die Texturen verfeinert habt. So grundsätzlich ist es so, früher hatten wir gesagt, das, was da in der BW-Mod früher gemacht wurde, ist nicht mehr auf dem Stand der Zeit. Also das heißt, wenn man die Sachen überhaupt nutzen würde, dann müsste man sie nochmal überarbeiten. Und bei vielen Sachen, also nehmen wir mal zum Beispiel das G36, das ja dann kein Standard G36 mehr war, sondern IDZ, das kann man dann auch gleich komplett neu machen. Des Weiteren hat man auch nicht für alles direkt die Freigabe bekommen. Darf ja nicht vergessen, wir sind nicht die BW-Mod aus ARMA 2. Ja, der einzige Entwickler, der praktisch schon seit Operation Flashpoint aktiv ist, ist bei uns Snorri. Der Rest sind alles neue Leute, die praktisch mit der BW-Mod für ARMA 3 auch das Modden gelernt haben. Und wir haben da letztendlich sozusagen keine Freigabe für die ganzen Modelle gehabt. Also letztendlich waren wir gezwungen, alles neu zu machen. Okay, jetzt ist eine Freigabe, na gut. Das muss ja alles genehmigt werden. Das ist auch für mich absolut nachvollziehbar. Vielleicht so ein Thema, was ja bestimmt leider den einen oder anderen Hater betrifft, was ja gerne nachgesagt wird, ist ja oft, dass die Kommunikation nach außen von der BW-Mod-Seite nicht unbedingt die beste sein soll. Ich muss zugeben, gleich da wirklich gesagt, durch Ghost und auch Ironie und auch durch euch jetzt im Allgemeinen kann ich das Ganze nicht bestätigen. Durch ARMA World sitze ich aber auch vielleicht immer direkt an der Quelle. Ja, wo sollte man sich am besten noch zukünftig informieren oder woher kommen diese Attacken nach dem Motto, die Kommunikation nach außen ist schlecht? Was glaubt ihr, woran es liegen könnte? Also ich glaube, grundsätzlich kommt das daher, dass es ja doch den einen oder anderen Streit bei uns im Forum gab. Wobei man noch sagen muss, das Forum ist nicht komplett geschlossen. Also wir haben bestimmte Teile entfernt, die eben oft zu Streit geführt haben. Aber man kann immer noch Fragen stellen, ob jetzt direkt im Forum oder per persönliche Nachricht.
Es gibt immer noch Rubriken, in denen ganz normal geschrieben werden kann, zum Beispiel Bug Reports, wobei die natürlich bei uns auf GitLab reported werden sollten. Ja, da haben wir unseren Bug-Tracker. Und ansonsten sind wir aktiv auf ArmaWorld, im Bohemia-Forum, Facebook, wie wir schon gesagt haben, und auf der Seite selber. Also wenn man uns da anschreibt, dann bekommt man auch eine Antwort. Und das nicht eine unfreundliche, sondern wir können auch freundlich, im Gegensatz zu dem, was viele denken. Das Einzige, wo wir uns nicht wahrscheinlich darauf einlassen werden, ist der Steam Workshop, weil der ist sehr unberechenbar und ja, da kann man schlecht selbst moderieren. Ghost kann da vielleicht was zu sagen. Ja, moderieren kann man zum Teil. Man ist als Moderator eingetragen, wenn man im Steam Workshop was hochlädt und kann Beiträge löschen. Man kann aber nicht direkt auf Beiträge antworten, die nicht gerade in einer Diskussion erstellt wurden. Das heißt, in einem fließenden Text geht es dann einfach unter. Seitdem wir die BW-Mod auf dem Steam Workshop hochgeladen haben, was jetzt, glaube ich, eine Woche, anderthalb Wochen her ist, gab es auch schon um die, ich glaube, 80 Kommentare. Einige Fragen waren da drunter, aber man kann, wie gesagt, schlecht darauf antworten. Deshalb haben wir auch direkt gesagt, wir gewährleisten keinen Support auf der Steam-Workshop-Seite. Dazu sollen die Leute dann doch bitte unsere anderen Plattformen nutzen, wie beispielsweise Facebook, ArmaWorld, Bohemia Interactive Forum oder das BW-Mod-Forum. Für Bug-Reports haben wir dann eben den offiziellen Bug-Tracker, wo es am schnellsten ist, Bugs einzutragen. Da sehen wir die direkt und dann müsste ich nicht beispielsweise von Facebook die Probleme von anderen erst rauskopieren und selber im Bug-Tracker einpflegen und Leute dazu assignen. Also sagen, Kommi, kümmere dich darum. Das ist dann immer so ein Zwischenschritt, der dauert. Und bis dann der Bug wirklich aufgenommen wird, können dann auch einige Tage vergehen. Okay. Was mich interessiert würde, das war ein langes Thema in der Szene, beziehungsweise das langes Thema, es ist halt nur aufgefallen. Das Forum, du sagtest gerade so ein bisschen Kickapo schon so, sprach es ein bisschen an mit dem Forum. Das wurde ja geschlossen. Vielleicht für die Leute, die das Ganze nicht verfolgt haben, wieso ist das Ganze damals geschlossen worden oder warum ist es teilweise geschlossen? Nicht komplett, aber teilweise. Also der Teil, der entfernt wurde, ist dieser Wünsche- und Anregungen-Teil. Und da kam es halt unter anderem immer wieder dazu, dass Leute sich was gewünscht haben, was einfach nicht realisierbar war. Es kam dazu, wenn wir Work in Progress gepostet haben, dann war das natürlich erstmal erfreulich für alle. Aber da dann zum Beispiel die Entwicklung nicht so schnell ging, wie sich die Leute das vorgestellt haben, ist das oftmals auch umgeschlagen. Wo dann die Fragen, wann es dann endlich fertig ist, immer lauter wurden. Und da haben sich dann sozusagen die User im Forum untereinander in die Haare bekommen, mit vielen nicht so schönen Sachen, bis zu einem Punkt, wo ich dann irgendwann die Entscheidung getroffen habe, diesen Teil zu entfernen, weil das für uns einfach keinen Sinn mehr gemacht hat. Ja, wenn er nur noch gehatet und gespammt wird oder da ein Bitchfight ist, jetzt nenne ich es mal so. Ja, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Du sagtest gerade, du hast es ganz gut angesprochen jetzt mit den Work in Progress, also wenn du da Infos weitergehst und der Geschwindigkeit. Was mich interessiert, ihr als Modder habt ja, ihr macht das ja nicht nur aus Lust und Tollerei, sondern ihr macht das ja, weil ihr auch was bewirken wollt, weil ihr da was in der Szene machen wollt, was es einfach Spaß macht. Gibt es vielleicht Projekte, die ihr gerne verwirklichen würdet, wo ihr aber einfach merkt, es fehlt an der Mannstärke? Ja, so ziemlich jedes Projekt. Genau, so ziemlich jedes Projekt, aber wenn man das vielleicht grundsätzlich sagen möchte, versuchen wir ja mit der BW-Mod eine komplette Fraktion darzustellen. Also so wie das vom Umfang her in Vanilla Armor ist, mit den verschiedenen Fahrzeugen und den Einheiten. Und das ist natürlich das Hauptziel, dass wir das irgendwann mal erreichen, diese komplette Fraktion darzustellen, wo uns aber tatsächlich dann die Leute fehlen. Also viele, viele Projekte, die da wahrscheinlich an der Mannstärke dann scheitern, beziehungsweise nicht ganz möglich ist. Aber das wäre ein guter Punkt, um das jetzt hier anzusprechen. Wenn man euch helfen möchte, wie kann man das am besten tun? Was sucht ihr besonders? Wo kann man euch einfach vielleicht auch unter die Arme greifen, um euch da ein bisschen zu unterstützen?
Ja, ganz einfach mitmachen. Also jeder, der Interesse am Modding hat, der kann auch vorbeikommen. Ja, grundsätzlich können wir nicht jemanden von 0 auf 100 bringen, aber jeder, der da Grundkenntnisse hat und sich da verbessern möchte, den unterstützen wir auch. Es ist sozusagen jeder eingeladen, vorbeizukommen, mit uns zu reden und dann kann man sich auch gegenseitig helfen, so dass man dann letztendlich zusammenarbeiten kann. Okay, einfach bei euch persönlich melden, am besten im Forum oder wo sollte man euch da kontaktieren? Also im Forum Arme World oder Ja, also sowas meine ich. das Teamspeak ist natürlich der beste Anlaufpunkt, weil man da direkt mit den Leuten reden kann. Ansonsten, wie gesagt, übers Forum und andere Plattformen kann man immer jemanden anschreiben und bekommt dann auch eine Antwort. Okay, dann hoffe ich, dass vielleicht auch der ein oder andere sich mal melden wird, auch da unterstützen wird. Für mich als BW, allgemein Bundeswehr-Liebhaber, da ich die Fraktion sehr, sehr gerne spiele, wäre das natürlich auch vom Vorteil, ja, weil wenn natürlich Content kommt, bin ich immer ganz glücklich, freue ich mich wie ein kleines Bienchen. Aber punkto Content nochmal kurz zurückzukommen, auf der, und du sagtest auch schon so ein bisschen, die Homepage ist ja veraltet und da steht ja der Büffel drin. Ja, auf meiner Liste stand natürlich, was gibt es da Neues für den Büffel? Gibt es da Informationen? Der ist ja jetzt geschlossen bzw. wird nicht entwickelt. Gibt es einen besonderen Grund, warum ihr das jetzt, warum ihr die nicht angeht? Also der Büffel war mal geplant. Das hatte sich so angeboten, weil der ja vom Modell her auf dem Leo basiert. Aber letztendlich haben wir kein Modell bekommen. Also wir hatten den da sozusagen auch schon eingetragen in die Seite, haben aber kein Modell bekommen. Und jetzt ist natürlich so, dass die Priorität von dem einfach gering ist. Also ein Bergepanzer braucht halt nicht jeder im Spiel. Und daher ist für uns erstmal nicht so wichtig. Okay, aber da die nächste Frage, wird es, da das Thema jetzt durch verschiedene Schneemaps, die ich gesehen habe, interessiert mich das besonders, wird es irgendwann der BW-Mod Schneeuniform geben? Ich bin da jetzt aber auch zufällig, muss ich zugeben, habe ich keine Ahnung, wie das in echt aussieht. Ja, ich bin ein absoluter Noob, was das Ganze angeht. Ist es überhaupt realistisch, Schneeuniform für Bundeswehr-Mod oder gibt es die eigentlich auch gar nicht oder plant ihr sowas überhaupt nicht? Das würde mich jetzt auch interessieren. Also, ich persönlich würde das gerne haben. Es gibt natürlich auch Leute, die das nicht so gerne haben, weil sie sagen, es gibt keine offiziellen Schneemaps sozusagen oder Wintermaps. Das ist eine Sache, aber die andere ist auch, mit einer Retextur würde ich mich auch nicht unbedingt zufrieden geben. Also tatsächlich, wenn man jetzt so eine Bundeswehruniform nimmt, dann ist das schon ein Modellaufwand und eine komplett neue Uniform dafür zu machen. Ist nicht so einfach. Also das ist schon ordentlich Arbeit. Von daher wird das wohl eher nicht kommen. Auch vom Import her sind Uniformen nicht gerade das Schönste, was man sich so vorstellen kann. Okay, also eher weniger. Schade, aber mein Gott, gibt sicherlich andere Projekte, die trotzdem sehr, sehr cool werden. Wenn ihr euch was von Arma wünschen könntet, vielleicht so eine allgemeine Frage, so, was mich über bei jedem Modding-Team oder allgemein in jedem Interview so ein bisschen interessiert, ist, wenn ihr was von Arma wünschen könntet, nehmen wir jetzt mal Arma 4, was irgendwann 2045 rauskommt, was wäre das? Also bessere Tools auf jeden Fall. Es gibt zwar viele Tools von Bohemia, die man nutzen kann, aber viele sind auch einfach total veraltet. Also einfach nicht auf dem Stand der Technik, wie das heute nun mal ist. Machen vieles schwieriger. Und dann gibt es natürlich so einige Bugs in Arma, die wir hoffentlich dann nicht mehr sehen. Beispiel, dass die Panzer eben hin und her springen durch die nicht allzu gute Physik. Und ja, das ist also für uns persönlich am wichtigsten. Hat natürlich jeder noch seine eigenen Sachen dazu. Hier von oben nach unten Ghost. Ja, ich weiß nicht genau. Ich muss selber sagen, ich spiele jetzt schon seit einer Weile kein Arma 3 mehr. Deshalb kann ich beispielsweise zu diesem Panzerbug nichts sagen. Ich habe ihn noch miterlebt und ich weiß auch, dass er immer noch nicht gefixt ist. Aber ich selber als Modellersteller für 3D-Modelle habe mit der Arma Engine an sich nicht viel zu tun. Ich erstelle die 3D-Modelle, kann die dann noch gegebenenfalls texturieren und würde die dann aber weitergeben an Leute wie Markbook, Ironie, Kommi, Koffeinflummi, die die Sachen dann importieren. Deshalb habe ich persönlich keine großen Wünsche an Arma. Irgendwer stark greift bestimmt noch zu den Sternen. Ironie, wie sieht's bei dir aus? Ja, bei mir, für Arma 4, sagst du, ja, für Arma 4, dass nicht der
der Oxygen dann umbenannt wird in Object Builder 3, sondern vielleicht mal ein neues Tool kommt. Und dann zum Panzer, wenn ich jetzt den Leo betrachte oder jeden modernen Panzer, Aufschalten des Ziels zwischen Kommandant und Schütze, also dass der Kommandant ein Ziel auswählt, Taste drückt und das Geschütz dreht gleich rum. Aber vielleicht kommt sowas ja mit dem Panzer-DLC. Ja, weiteres, verschiedene Magazine, rüstbar in der gleichen Waffe. Das wurde aber von Bohemia, ich glaube, letztes Jahr schon abgelehnt. Aber das wäre so ein ganz, ganz großer Wunsch von mir, dass ich verschiedene Magazine in der gleichen Waffe rüsten kann. Ja, das wäre es. Also quasi, wenn ich das ganz kurz verstehe, du meinst damit sicherlich sowas wie 5,56mm und 7,62, sowas in eine Waffe. Nee, also ist jetzt, nee, das nicht, das nicht. Verschiedene Magazintypen. Also wenn ich jetzt hier das Kunststoffmagazin G36 nehme, das dann austauschbar ist mit einem Starnak-Magazin Magazin USA so ungefähr. Also dass ich das auch sichtbar dann in der Waffe gewechselt habe. Also entweder der Kunststoffmagazin drin oder halt ein kompatibles anderes. Ah, okay, jetzt, ja. Ein Trommelmagazin zum Beispiel. Oder das, ja genau, das Trommelmagazin. Um auf BW-Mod zu kommen, also dass ich in die G36 das Trommelmagazin und das Standard-Kunststoffmagazin rüsten kann. Und das dann aber auch sichtbar an der Waffe habe. Und das hatte BI schon gesagt, wird es nicht geben? Haben sie irgendwann mal im Bugtracker verneint, ja. Schade, bestimmt eine coole Sache. Ich meine, ich fand das damals schon cooler, als man, das ist glaube ich vielen gar nicht aufgefallen, dass man gesehen hat, wie im Granatwerfer der Waffe, dass die Granate jetzt eigenhändig reingeschoben wurde. Das ist so ein Detail, was mir aufgefallen ist, was wahrscheinlich, glaube ich, 70% nicht aufgefallen ist. So Kleinigkeiten, da wäre das natürlich auch ganz cool, wenn das gehen würde. Ja, das ist korrekt. Marc, wie sieht's bei dir aus? Arma 4, Arma 5? Ja, Modding Tools, wie gesagt, wurde ja schon angesprochen. Dass man da einfach den Anfängern in der Modding-Szene einfach ein bisschen besseren Einstieg gibt und uns dann auch das leichter macht, schneller Sachen zu importieren. Was ich auch noch wichtig fände, wenn Arma neue Features implementiert, jetzt wie zum Beispiel Firing from Vehicles, dass es dann einfach ein bisschen mehr Optionen gibt, dass man nicht so auf diese in Arma Vanilla umgesetzten Varianten festgelegt wird zum Beispiel. Beim Eagle hatten wir jetzt auch das Problem, dass wir nicht von Haus aus irgendwie sagen konnten, dass er doch bitte in der Mitte des Fahrzeugs nach oben gucken soll und nicht wie das einfach normal ist, dass er einfach durch die Decke dann nach oben einfach guckt. Also er steht ja im Prinzip nur auf. Das war ein bisschen Aufwand. Also auch mehr Komfort. Also einfach ja, einfach ein bisschen ihre Features ein bisschen weiter aufbauen, dass man da ein bisschen mehr noch machen kann. Ja, vielleicht kommt da was. Ich meine, Arma ist ja nun mal ein Spiel, was vor der Modding-Szene lebt. Arma Vanilla kann sich, glaube ich, keiner von uns vorstellen. Der Ghost sagte, der spielt gerade aktuell keine Arma mehr. Aber ich glaube, Vanilla Arma wäre ein absolutes No-Go für einen Großteil der Spielgemeinschaften, sei es jetzt mal die Milsim-Schiene, aber auch, glaube ich, mittlerweile Schienen wie Exile oder Altes Life. Ja, ich weiß, ein leidiges Thema, was sehr umstritten ist, aber auch die greifen mittlerweile immer mehr auf Mods zurück. Also ich glaube, Vanilla Arma, ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf Dauer Spaß macht. Das kann ich mir zumindest bei besten Willen nicht vorstellen. Oftmals wird eure G36 ja schlecht geredet. Man sagt, der Sound ist ein Problem, beziehungsweise der Sound klingt irgendwie nicht gut. Daran arbeitet ihr jetzt persönlich. Ich mag sowohl die HLC G36, aber auch die von euch. Die finde ich auch sehr cool. Ich habe auch kein Problem mit dem Visier. Das wird ja oftmals angekreidet, dass irgendwie das Visier, und ich verstehe bis heute nicht, was die Leute an dem Visier so unschön finden. Ich habe damit überhaupt gar keine Probleme. Wo seht ihr das Problem und vor allen Dingen, wie geht ihr mit so einer Kritik um, wenn ihr eben ständig genau diese Kritik hört, dass irgendwas immer schlecht ist? Also erstens kann ich mir gut vorstellen, dass das auch daran liegt, dass es eben die IDZ-Variante ist. Also viele, die an G36 denken, die denken halt an die alte A1-Variante mit dem Tragegriff und so weiter. Das kann natürlich meiner Meinung nach auch dazu führen. Allerdings muss man bei dem Modell sagen, das ist von 2014. Ja, das war eins der ersten Modelle, das wir gemacht haben, beziehungsweise Tonic war das damals. Und das war auch sein erstes Modell. Der hat angefangen, das zu lernen, 3D-Artist, 3D-Modeling, hat mit diesem Modell angefangen und hat das von vorn bis hinten gebaut. Und damals war das schon echt okay. Dass es natürlich heute besser geht,
ist klar. Aber das muss man ihm schon zugutehalten. Das hat er damals von Grund auf gelernt und durchgezogen. Also es ist schon sehr alt und ja, wir würden das auch gerne neu machen, aber wir sehen da einfach keine Priorität. Ja, also das ist wieder extremer Aufwand mit den ganzen Varianten, die dazugehören. Und da denken wir, haben wir doch ein paar andere Sachen, die wichtiger sind. Und ich meine, streng genommen ergänzen sich Mods ja auch sehr gut. Man kann ja halt, sie hat heute sowieso fast jeder im Preset drin, zumindest von der taktischen Szene. Da kann man ja mal ein bisschen switchen. Aber natürlich, die IDZ-Variante tatsächlich, das ist mir bis eben gar nicht bewusst gewesen, dass das so ist, macht dann auf jeden Fall Sinn. Wo wir gerade von Waffen reden, wird man irgendwann das G3 von euch sehen? Ja, auch da ist es wieder so eine Sache mit dem Aufwand. Also grundsätzlich ist es bei uns so, dass wir versuchen, Doppelungen zu vermeiden. Also sprich, wenn man das jetzt von der Waffe her sieht, Waffen, die die gleiche Rolle haben, das gleiche Kaliber zum Beispiel, also im Prinzip im Spiel das gleiche tun. Da versuchen wir Doppelungen zu vermeiden. Wir haben ja jetzt zum Beispiel das G27 drin, was ja in dem Sinne die gleiche Rolle hat, also Sturmgewehr, vollautomatisch, in dem Fall sogar mit Unterlaufgranatwerfer, wäre das Äquivalent zum G3. Und da sehen wir natürlich nicht ein, das nochmal zu machen, um dann eine gleiche oder fast gleiche Waffe zu haben. Dasselbe gilt zum Beispiel auch für den Puma und den Marder. Also nur die wenigsten Leute, würde ich behaupten, wollen den Puma haben. Die meisten tendieren noch zum Marder. Aber wir haben nun mal jetzt den Puma. Und jetzt nochmal einen Marder zu machen, wäre praktisch genau derselbe Aufwand, um nachher ein ähnliches bis fast gleiches Fahrzeug zu haben. Aufwand und Nutzen steht da einfach nicht im Gleichgewicht. Genau, und deswegen wird das G3 bei uns eher nicht kommen. Da kann ich übrigens auch gleich wieder auf HLC weisen. Also er heißt ja inzwischen Nie Arms, wenn ich das richtig sehe. Der hat ein schönes G3 da drin mit verschiedensten Varianten, die alle der Bundeswehr entsprechen. Und damit kann man auch wunderbar spielen. Ja, und da wieder bei der Kombination von Mod zu Mod. Kommen wir vielleicht mal zu Community-Fragen. Und zwar hatte ich ja einige Community-Fragen, die wisst ihr auch bereits schon. Ihr wisst ja die Fragen allgemein schon, so ein bisschen konntet ihr euch auch vorbereiten. Der Sien Schulz hat zum Beispiel gefragt, Frage an die BW-Mod, könnte man es bitte mit Ace 3 verbinden, dass man zum Beispiel Ärmel hochkrempeln oder Handschuhe ausziehen kann? Was sagt ihr dazu? MacBook? Ja, also wir haben uns damals dagegen entschieden, weil es halt erstens ein Aufwand ist, aber zweitens auch die Performance einschränkt. Und jetzt gerade mal ein Beispiel, Handschuhe ausziehen, das können wir einfach nicht machen, da wir auf die Standard-AMA-Modelle zugreifen und die ja nur retexturiert haben, können wir da einfach Handschuhe zum Beispiel gar nicht aus, blenden. Also um es jetzt mal technisch zu erklären, wenn wir jetzt eine Uniform austauschen, müssen wir im Prinzip einmal das komplette Loadout abspeichern, die Uniform austauschen, wieder rein und befüllen, was halt doch ein paar Sekunden dann einige FPS kostet. Ja gut, ein FPS ist in Arma sowieso schon Mangelware. Wie wir alle wissen, ist die Engine jetzt nicht die beste. Gut, danke dafür. Alexander0171 hat gefragt, wird es irgendwann die Marine geben oder ist irgendwas in Planung, was Marine angeht? Ach, die Marine ist bei uns nicht geplant. Also auch da muss man wieder sehen, was das für ein Aufwand ist und was es uns bringt. Da jetzt auch nur ein paar Schiffe darzustellen, wäre wirklich viel Arbeit. Und die Nachfrage dabei ist doch eher gering. Also es gibt nicht so viele Leute, die jetzt grundsätzlich mit Schiffen rumfahren wollen, auch mehrmals und nicht nur einmal. Da ist einfach keine Nachfrage da oder nur eine geringe Nachfrage. Und des Weiteren muss man auch sehen, dass Arma nicht unbedingt die Features mitbringt für sowas. Also man kann sicherlich Schiffe machen, die können dann auch schießen oder sonstiges. Ich glaube, Torpedos wären schon wieder eine ganz andere Sache, die man dann selber irgendwie machen müsste. Also da Arma einfach nicht komplex genug für in der Sparte, dass sich das lohnen würde. Und es gibt einfach nicht genug Leute, die das haben wollen. Also es ist nicht komplett ausgeschlossen. Ja, bei vielen Sachen sagen wir auch, wenn jemand ein 3D-Modell hat, das wirklich dafür geeignet ist, also für Arma, dann schauen wir auch immer, ob wir das einbauen können oder nicht.
Also komplett möchte ich es nicht ausschließen mit der Marine, aber grundsätzlich ist das nicht geplant. Also da steht einfach Nachfrage und Aufwand in keinem Verhältnis. Ich meine, wenn ihr drei Modder bekommen würdet, die sich auf Marine spezialisieren wollen, weil sie da voll Bock haben und euch zu unterstützen, wäre das vielleicht dann möglich? Dann auf jeden Fall. So, wenn die das machen, dann spricht da nichts dagegen, dass das dann auch in die BW-Mod mit reinkommt. Dann würde ich. Wir haben jetzt keine Abneigung gegenüber der Marine. Wir sehen nur aktuell mit dem aktuellen Team einfach nicht ein, dass wir jetzt da ein Jahr oder so in ein Schiff investieren, was dann im Endeffekt vielleicht zwei, dreimal in jedem Clan verwendet wird und dann auf der Seite liegt. Wo die Spielzeit wahrscheinlich gar nicht die Erstellungszeit wieder reinbringt. Nun gut, vielleicht bewirbt sich jetzt jemand und hat da voll Bock drauf, wer weiß, kann ja sein. Der Tubili Drax, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, hat gefragt, wie geht es mit der BWE-Mod für Squad voran? Ah ja, Squad. Eigentlich nicht weiter als das, was bisher alle schon wissen. Also der Koffeinflungi hat sich ja dahinter gehangen. Das ging auch, was er gemacht hat, bisher alles sehr schnell. Also die Engine ist deutlich einfacher zu bearbeiten als die von Arma zum Beispiel. Aber man muss auch bedenken, für Squad gibt es offiziell noch gar keinen Mod-Support. Also das ist jetzt nicht wie in Arma, dass man sich einfach die Mod reinlädt und dann auf den entsprechenden Server geht und spielt. Sondern man muss da schon so ein bisschen ins Backend, sage ich mal, gehen, um das spielen zu können und dann auch noch lange nicht mit anderen Leuten. Also Mod-Support ist einfach noch nicht da, auch wenn er kommen soll. Und bisher macht Koffeinflumi das ganz alleine. Er hat sich das als Projekt rausgesucht und wenn er dann Zeit hat, da zu arbeiten, dann macht er das. Aber die Zeit ist auch nicht immer da. Gut, danke schön dafür. Der Lars Ludwig, Entschuldigung, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe, Lars, hat gefragt, wie wird es in naher Zukunft weitergehen? Ja, im Prinzip wie bisher. Also wir setzen uns ja meistens ein Ziel, was wir als nächstes machen möchten, ob das jetzt nun ein Fahrzeug ist oder ähnliches. Also momentan sind es vor allem Fahrzeuge. Und dann setzen wir das so gut wie möglich und so schnell wie möglich um. Wir wollen da ja grundsätzlich nichts mehr ankündigen oder wenig ankündigen, ne, was wir schon vorher erzählt haben, aus den Gründen, weil auch niemanden enttäuschen wollen. Aber wir haben natürlich intern, setzen wir uns ein Ziel und setzen das um. Okay, da sind wir gespannt, wie es weitergeht. Fulux Rose hat gefragt, sind Spezialkräfte geplant, zum Beispiel KSK oder sonstige Einsatzkräfte? Also, so richtige Spezialkräfte sind nicht geplant. Die Ausrüstung, die von denen teilweise benutzt wird, wenn es nicht gerade Standard-BW-Mod-Zeug ist oder Bundeswehrzeug, die Ausrüstung kann trotzdem kommen. Ja, wir haben auch innerhalb der BW-Mod Interessenten daran, die das machen möchten. Das heißt, da kann immer mal Ausrüstungsgegenstände dazukommen und es gibt ja auch schon teilweise Ausrüstungsgegenstände. Ja, also alleine das G38 ist ja kein Standard Bundeswehr-Equipment, sondern ist schon ein bisschen in diese Richtung Spezialkräfte. Also haben wir da ja schon indirekt was. Cool. Danke auch dafür. Besonders viele haben gefragt. Ich habe gesagt, wir werden die Frage am Ende, beziehungsweise am Ende so nochmal ein bisschen ansprechen. Ganz, ganz viele Leute haben gefragt. Es wurden so viele Leute, so viele Fahrzeuge erfragt. Ich habe Ghost hat das auch gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gelesen habt. Da war der Golf, der Boxer, die Panzerhaubitze, der Bergepanzerbüffel, der Dingo, der Transporthubschrauber, die Transall und so weiter und so fort. Vielleicht mal so für die Zukunft gesagt, gibt es was ihr hier noch nicht so gesagt habt, was ihr auf jeden Fall vorhabt, aber in ferner Zukunft oder whatever? Also, die Liste könnte ich auch erweitern. Das sind alles oder vieles davon Sachen, die ich auch gerne sehen würde und bestimmt auch die meisten anderen hier. Würden wir gerne haben, aber wenn man sich den Aufwand anguckt, wird das bestimmt nicht in naher Zukunft sein. Das ist ein ganz schöner Berg an Fahrzeugen und Aufwand, den man da betreibt. Und wir werden uns natürlich an viele Sachen auch ransetzen, aber ankündigen können wir das jetzt so direkt nicht. Und wenn, werdet ihr es sowieso preisgeben, sobald es ankündbar ist, denke ich. Genau.
Der Lego Freaker X hat gefragt, wird es verschiedene Texturen für Westen geben? Also wird man da noch verschiedene Texturen einfügen? Neue Westen, leichtere Westen, schwerere Westen? Also für, keine Ahnung, den Häuserkampf speziell oder eher für lange Strecken so? Also gibt es, wird es da verschiedene Westenarten noch geben? Da kann, glaube ich, Ironie was zu sagen. Ja, den JPC, also am JPC wird gearbeitet. Das ist ja nun definitiv eine leichtere Weste. Und ansonsten müsste man sich die Kleiderkammer angucken, um jetzt mehrere andere Westen und andere Ausrüstungsgegenstände zu haben. Also wir haben zurzeit nur den JPC in Arbeit. Aber immerhin schon was. Also man darf da auch in Zukunft scheinbar mit neuen rechnen. Steffen hat gefragt, mehr Forum-Zusammenarbeit und Werbung anderer Mod-Pakete, die zum Thema BW-Mod passen. So gibt es zum Beispiel die KSK-Mod von Lucy, Arma 3, oder den AWS Eurofighter. Ist da so eine Zusammenarbeit geplant? Weil es gibt ja einzelne Projekte, ist mir auch aufgefallen. Wie sieht es da aus? Also jetzt direkt Zusammenarbeit im Forum wird es so nicht geben. Das Forum, wie gesagt, steht noch auf der Kippe, ob wir uns da weiter ausbauen oder nicht. Aber an sich Zusammenarbeit gerne. Also jeder ist wirklich eingeladen, bei uns vorbeizukommen, einfach mal mit uns zu reden, ob da eine Zusammenarbeit möglich ist. Das ist tatsächlich in Arma nicht so einfach, weil jeder natürlich gerne das so machen möchte, wie er es im Sinn hat. Da kommt man nicht immer zusammen. Da muss man einfach drüber reden. Und ich finde, da sollte man noch drüber reden. Und wenn's auch nicht eine direkte Kooperation wird oder jemand direkt der BW-Mod beitritt, aber wenn jemand vorbeikommt, dann redet man darüber, was man zusammen machen kann. Und wenn das passt, dann wird es sicherlich auch eingefügt. Okay, also da muss man natürlich auch, müssen die Leute auf euch zukommen, beziehungsweise das ist natürlich, wie du schon sagtest, nicht immer einfach. Jeder hat seine eigenen Pläne für eine Mod, jeder will wahrscheinlich sein eigenes Zeichen so ein bisschen setzen. Wie sieht es in Bezug auf TFIR aus, das wurde gefragt, zum Beispiel zu optionalen Funkgeräten wie das SEM-52, wenn ich es richtig aufgeschrieben habe, oder das SEM-70 für Fahrzeuge aus? Ich denke, das hat der Willi gefragt, mit dem Fennec integrieren brauchen wir, glaube ich, nicht mehr beantworten, das haben wir ja vorhin schon gut besprochen. Das war auf jeden Fall eine Frage von Willi. Also grundsätzlich diese TFIR-Funkgeräte wäre auf jeden Fall was Separates zur BW-Mod, was man nicht unbedingt direkt einbauen kann. Also es ist schon eher so ein separates Add-on. Die Bundeswehr-Kleiderkammer beziehungsweise die Leute, die das machen, haben da auch schon so ein SEM-52 gebaut für Taskforce Radio. Also das gibt's ja tatsächlich schon. Und wir selber wollen das SEM-90, also das ist SEM-70 bis 90, das ist so das große Funkgerät, beziehungsweise SEM-80 für Fahrzeuge, das wollen wir machen. Es hat einen Status, sagen wir es mal so. Okay, dann können wir gespannt abwarten. Der Willi hat eine weitere Frage gestellt und die ist, glaube ich, besonders interessant, weil auch da wieder ein bisschen die Negativsprecher und die Leute, die immer ja sehr, sehr kritisch zu allen stehen. Wie viel Lebenszeit ist eigentlich schon für das Projekt BW-Mod draufgegangen? Also genau. Können wir das nicht sagen, das wissen wir leider auch nicht. Aber ich denke, ich spreche jetzt einfach mal für die Leute, die hier den Import machen, also konkret jetzt mal für Flummi, Kommi, Ironie und mich. Also wir haben jetzt mal so geguckt, was wir in etwa haben. Also es sind in etwa so etwas mehr als 21.000 Stunden. Und das kommt auch mindestens nochmal auf die Modelle drauf an, drauf und dann nochmal die Texturen. Also eine Menge Zeit. Da dachte ich, mit meinen 2600 Stunden Arma bin ich weit vorne, aber ihr überholt wahrscheinlich sehr viele. Ja, wobei das nur die Steam gezählten Stunden sind, ne? Also nur das, was das Spiel gelaufen ist, um zu modden. Da ist ja noch ganz viel anderes dahinter, daneben. Ob das jetzt Website-Administration oder mal die Issues im GitLab machen ist, das kommt ja alles dazu, Serverwartung. Wir haben ja auch mehrere Server, auf denen wir das Ganze hosten. Da muss man ja auch arbeiten dran. Also bei mir ist es zum Beispiel so, während andere im Urlaub ganz gerne mal verreisen in irgendein fernes Land, sitze ich dann doch eher da und baue 3D-Modelle. Auch eine andere Art von Urlaub, alles.
Alles klar. Wo ich es gerade schon gesagt habe, beziehungsweise du hast es, glaube ich, Ironie, der gesagt hat, da geht ja natürlich noch ganz viel, abgesehen von Armor drauf. Stand jetzt so nicht in dem, was ich euch geschickt habe. Setzt ihr euch manchmal zusammen? Gibt es so spezielle Tage, wo ihr sagt, okay, jetzt machen wir ein Team-Meeting in Anführungsstrichen? Habt ihr sowas? Also, das machen wir eher selten, aber wir machen es. Grundsätzlich haben wir natürlich unsere Plattform, wo wir uns unterhalten. Also da findet ja dann sozusagen jeden Tag ein Meeting statt, weil irgendjemand mit dem anderen redet und alle anderen das mitbekommen. Aber wir haben natürlich auch richtige Meetings, wo wir dann auch besprechen, wie was weitergehen soll, in welcher Reihenfolge und sowas. Okay, also gut, ich meine, Abstimmung muss ja sowieso sein. So wie ich gesehen habe, seid ihr sowieso hier bestimmt meistens eh auf dem TS. Und da kann man sich auch, denke ich, spontan treffen. Was mich interessiert, ist der Tiger, den würde ich gerne kurz ansprechen. Da gibt es ja eine Flecktarn-Variante. Ist mir jetzt letztens aufgefallen im Let's Create, was ich gemacht habe. Der sieht super toll aus, muss ich wirklich sagen. Ein sehr, sehr schönes Model. Wirklich auch, ich kann nicht fliegen. Aber was ich gehört habe, soll er auch sehr, sehr schön zu fliegen sein. Aber wird es auch irgendwann eine Tropen-Variante geben? Oder gibt es die auch in echt? Das Witzige ist, für den Tiger gibt es gar keine Tropentarn-Variante. Ah, okay. Den gibt es tatsächlich nur so, wie er dann auch in der BW-Mod ist. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Das war so was, was ich jetzt hier auch erfahren wollte. Und denke ich interessant für andere. Mir ist halt nur aufgefallen, weil der Kontrast so extrem war. Aber dann ist es natürlich nachvollziehbar, dass es den auch nur der Flecktarn-Variante gibt. Oder plant ihr das einfach reinzumogeln, obwohl es das nicht gibt? Nein, also den gibt es tatsächlich nicht in der Turpentan-Variante und das ist auch von uns nicht geplant. Okay, bei den Gunnern des Tigers sieht man oft den Schatten auf dem Boden von den Rotoren. Das wirkt für viele störend, was ich gehört habe. Das ist so ein Kritikpunkt an den Tiger. Was ich aber auch ganz oft höre, dass er sehr, sehr gut zu fliegen ist, was ich schon gesagt habe. Das wird aber halt auch immer mal wieder erwähnt, diese Schattenspiele dort. Arbeitet ihr an was oder wird das so bleiben? Ist das Engine verschuldend? Das wird definitiv so bleiben, weil es im echten Tiger nämlich auch so ist. Was, denke ich, den meisten eben nicht bewusst ist, dass man in Armor bei den normalen Helikoptern in Vanilla quasi direkt neben der Waffe vorbeischaut und dadurch immer den Blick der Waffe hat. Beim Tiger hat man ja oben hier dieses Osiris drauf und guckt quasi über den Rotorblättern, hat man seine Kamera und steuert dann von dort aus die Kamera. Das heißt, wenn man nach unten guckt, sieht man zwangsläufig die Rotoren, wie sie sich drehen. Okay, also Damit sollte die Frage beantwortet sein. ja, auf jeden Fall, danke dafür. Es ist noch ein bisschen, sorry, es ist noch ein bisschen verstärkt dadurch, dass man in Arma nur, keine Ahnung, ich sag jetzt mal 30 FPS hat. Hätte man jetzt 120, würde es wesentlich homogener aussehen, weil der Rotor sich dann schneller dreht. So gesehen. Wenn man nur 30 FPS hat, dann sieht man immer, ja, dann sieht es halt aus wie der Schatten, das ist aber der Rotor, da sieht man halt jedes einzelne Blatt da immer vorbeiwischen. Sonst hätte man da eine zusammenhängende Scheibe fast mit mehr FPS. Weil es ist aber halt nicht anders möglich. Es ist halt die Engine. Ansonsten zählt das, was Marc gesagt hat. Vielleicht ein Arma 5. Ja, Ja. wer weiß, wer weiß. Ist ja eine Hoffnung, die man haben kann, noch, ja. RHS und ACAP, sagen wir mal, viele, viele andere große Projekte in der Modding-Szene, die es ja gibt. Das hatten wir vorhin auch kurz angesprochen, die auch mehr Know-how haben. Beziehungsweise mehr, nicht mehr Know-how unbedingt, sondern mehr Mannstärke haben. Stimmt ihr euch manchmal mit anderen Mod-Entwicklern ab oder sucht man sich da auch manchmal Hilfe? So, wenn man wo nicht weiterkommt, steht ihr da in Kontakt vielleicht zu anderen Entwicklern? Also definitiv. Direkt jetzt mit EHS haben wir Kontakt, unterhalten uns auch und tauschen Sachen aus, wenn es denn möglich ist. Das ist natürlich EHS, die ja Russen und Amerikaner machen, nicht so einfach, da was mit der BW-Mod auszutauschen. Aber wir haben, oder beziehungsweise Snorri hat schon Texturen für EHS gemacht. Und wir haben auch schon Sachen angeboten bekommen, die wir nutzen könnten, wenn es denn ginge. Ansonsten, klar, unterstützt man sich immer mit Informationen und was man eben abgeben kann. Gutes Beispiel ist vielleicht auch die Bundeswehr Kleiderkammer, mit denen wir halt auch noch ein bisschen enger zusammenarbeiten. Also die sind wirklich bei uns mit dabei, auch wenn das zwei separate Mods an sich sind. Tauschen wir so viel wie möglich. Also zum Beispiel die aktuelle Textur von der Karl Gustav bzw. Leuchtbüchse kommt zum Beispiel von der Kleiderkammer. Okay, also auch da die Zusammenarbeit ist gegeben auf jeden Fall. Ja. Genau. Auch Komi hat, glaube ich, bei den Funkgeräten auch mal mitgeholfen, da Bugs zu fixen. Also da hilft man sich auf jeden Fall gegeneinander.
Das ist ja schon cool und so sollte es ja auch sein eigentlich, ne? Ein friedliches Miteinander. Was mich interessiert, ihr seid ja BW-Mod-Entwickler. Spielt ihr eigentlich auch am liebsten BW-Mod, wenn ihr Arma spielt? Oder seid ihr eher dann so, oh nee, wenn ich schon den ganzen Tag das Ding modde, dann will ich eigentlich Ami spielen? Also das ist natürlich jetzt eine individuelle Frage. Wenn ich die beantworten müsste, ist es so, wir spielen in unserer Gemeinschaft, also die virtuelle Panzergrenadierbrigade 37, natürlich mit Panzergrenadiere Bundeswehr und das zweimal die Woche oder auch noch mehr, haben da also ein sehr großes Interesse daran, wodurch ja das ganze Projekt überhaupt auch erst entstanden ist. Das darf man nicht vergessen. Also die Bundeswehr-Mod für Arma 3 gibt es nur, weil die Panzergrenadierbrigade unbedingt Bundeswehrmaterial brauchte und das damals keiner machen wollte. Und wir dann kurzerhand gesagt haben, wir versuchen das zu stemmen. Also grundsätzlich, ich spiele wöchentlich mindestens zweimal mit Arma, mit Bundeswehreinheiten. Natürlich gehören dann nebensächlich auch andere Sachen dazu. Irgendeiner muss ja der Gegner sein. Aber ja, ich spiele wöchentlich mit Arma, mit BW-Mod. Wie sieht es bei dir aus, Ghost? Auch wenn du jetzt lange nicht mehr gespielt hast, was brauchst du eher so, Bundeswehr oder Army? Oder was ganz anderes? Nee, ich spiele ja seit Arma 2 schon und war damals ebenfalls Mitglied in der Brigade hier und hatte dann hauptsächlich Bundeswehrfraktion gespielt, mit kleineren Missionen natürlich auch mal Amerikaner oder sowas von RHS. Für Arma 3 habe ich eigentlich nur Bundeswehreinheiten gespielt. Arma 3 Vanilla habe ich eigentlich immer links liegen lassen. Das war nie so das Setting, was mich wirklich gereizt hat. Da war wirklich schon das Interesse an der Darstellung der Bundeswehr groß, sodass ich im Endeffekt dann auch angefangen habe, hier in der Mod mitzuarbeiten, um dann noch etwas mehr darstellen zu können und mehr aus dem Thema rausholen zu können. Rudi, wie sieht es bei dir aus? Ja. Bundeswehr oder was anderes? Nee, Bundeswehr, wobei ich ganz klar sagen muss, ich spiele auch mal ganz gerne das M16 von RHS, aber das ist ein anderes Thema. Nee, ich bin ja hier dabei, damit ich den Kram, sag ich jetzt mal, den ich hier modde, auch spielen kann. Dafür mache ich das, ja. Und deswegen ganz klar Bundeswehr. Jetzt, Marc, du bist bestimmt derjenige, der jetzt bestimmt sagt, Bundeswehr, nee, so viel brauche ich nicht noch, wa? Nein, nicht unbedingt. Wobei ich aktuell in dem Plan, wo ich spiele, relativ selten in den Genuss komme. Was aber auch nicht unbedingt immer negativ ist. Zum Beispiel den Tiger, also ich konnte ihn, nachdem er raus war, einfach nicht mehr sehen. Ja? Wobei ich sage, ich spiele trotzdem gern BW-Mod und würde auch gern häufiger damit spielen. Ja, bei mir ist es eigentlich genauso wie bei euch, beziehungsweise wie bei Marc. Bei mir im Clan ist es auch so, in der NTF eher ja sehr, sehr amerikanisch die beliebte Fraktion, die gespielt wird. Ich würde auch lieben gern mehr Bundeswehr spielen, aber naja, gut, man kriegt nicht immer das, was man will, ne? Wir spielen alles, also es kann auch mal vorkommen, dass wir gegen die Bundeswehr spielen. auch nicht schlecht. Auch gegen die Bundeswehr, das ist natürlich dann auch nicht verkehrt, mal gegen die eigenen Einheiten zu spielen, die man selbst gemottet hat. Das stelle ich mir interessant vor. Arbeitet ihr auch mit anderen Clans zusammen, was die Entwicklung angeht? Ihr sagt ja jetzt in der Panzerbrigade, virtuellen Panzerbrigade 37 seid ihr. Gibt es da noch so andere Clans, mit denen ihr besonders eng zusammenarbeitet, was auch vielleicht die Entwicklung angeht? Das heißt, so die vorläufig was bekommen oder womit ihr eng zusammenarbeitet für Testen oder so? Ja, das sind im Prinzip unsere Einheiten, die wir jetzt gerade schon so ein bisschen umschrieben haben. Viele von uns sind halt in verschiedenen Gemeinschaften und darunter wird das natürlich möglichst immer verteilt. Ja, dass eben auch nicht nur eine Gemeinschaft das unter bestimmten Bedingungen testet, sondern eben viele. Okay, gut zu wissen. Gibt es Mitglieder, die schon damals, also doch, du sagtest vorhin schon, ich habe den Namen vergessen, aber es gab eine Person nur noch, die du vorhin erwähntest, glaube ich, die damals in der Arma 2 Mod mitgewirkt haben, oder? Ja, das ist Snorri, also nicht nur in Arma 2, der ist wirklich schon seit Operation Flashpoint aktiv. Und ich glaube, nur wenn man den seine Stunden zählen wollte, der würde uns alle noch alt aussehen lassen. Ja, wenn man schon so lange aktiv ist, ja. Da bringt man natürlich auch, glaube ich, ein Know-how mit ziemlich in der Szene. Hat er euch viel beigebracht? Jetzt nochmal neugierig gefragt, habt ihr wirklich viel auch von diesen, also ich nenne ihn jetzt mal Alteingesessenen, in der Modding-Szene viel abgucken können? Um ihn mal hochzuloben. Ja, abgucken. Also abgucken,
Ich sag's mal so, durch Snorri habe ich nie gelernt, Texturen zu machen, weil er die einfach so gut macht, dass ich da keinen Bedarf sehe. Also sehr viele Texturen, die wir in der BW-Mod sehen, kommen von Snorri und die sehen auch klasse aus. Man könnte da aber auch noch sagen, dass Snorri noch relativ engen Kontakt zu alten BW-Mod-Entwicklern hat. Beispielsweise Frankie Man oder Helifreak, der uns ja den Tiger zur Verfügung gestellt hat. Und da konnte ich selber als 3D-Modeler oder Mod-Entwickler schon einiges lernen. Dadurch, dass uns die Modelle zum Teil zur Verfügung gestellt wurden, kann man sich die natürlich ansehen und schauen, wie andere Leute das gemacht haben. Zwischen Arma 2 und Arma 3 hat sich ja modelltechnisch im Grunde nichts geändert. Die Anzahl der Polygone bleibt mehr oder weniger gleich. Da hat sich, wie gesagt, nicht viel getan. Und dadurch kann man schon ganz gut sehen, wie jemand das für Arma 2 gelöst hat. Und dieses Wissen kann man sich dann natürlich zum Teil aneignen und für Arma 3 umsetzen. Wobei man dann vielleicht noch dazu sagen muss, was Texturen angeht. Wenn jetzt jemand vorbeikommt und der möchte unbedingt das lernen, was Snorri da macht und was er kann, dann ist er natürlich auch nicht abgeneigt, ihm das zu zeigen. Ja, diese kleinen Tricks und Kniffe, wie man das so hinbekommt. Vielleicht Templates auch austauschen, wenn es möglich ist. Also da gibt es viele Möglichkeiten auch von ihm zu lernen. Ist ja auch, glaube ich, immer wichtig in so einer Gemeinschaft, in der Community, dass man von Leuten mit lernen kann, ist, denke ich, ein wichtiger Punkt. Ja, Ironie und Marc, habt ihr euch da so viel abgucken können von Alteingesessenen? Wie habt ihr das so ein bisschen gelernt? Auch vielleicht in die Frage, weil das interessiert auch mal viele Mitglieder und auch mich interessiert das. Wann hat ihr irgendwann angefangen? Konntet ihr euch von den Alteingesessenen, ich nenne es jetzt nochmal so, viel abgucken? Mal Ironie. Ja, für meinen Teil, ich hatte mit dem Modding eigentlich mit, ja, als ich eigentlich kurz nachdem Arma aus der Beta-Phase, also Arma 3 aus der Beta-Phase rausgegangen ist, hatte ich selbstständig damit angefangen, weil mich das immer interessiert hat und habe mir das dann autodidaktisch beigebracht, wie das so ist mit Arma, weil es ist ja wenig dokumentiert und das meiste muss man sich dann selbst beibringen. Und bin dann zum BW-Mod gekommen und habe dann hier natürlich auch wesentlich mehr dazugelernt, weil hier hat man dann Zugang zu Modellen und kann sich dann immer selbst ausprobieren und kann dann entweder durch selbst ausprobieren an den vorhandenen Modellen was lernen oder man guckt sich an, was andere schon gemacht haben, sei es Koffein Flummi. Ja, also da war ja schon die beiden Panzer, sage ich jetzt mal, waren ja vorhanden. Und da kann man dann zwecks Animation und Import und so weiter kann man natürlich rechtlich lernen. Ja, bei mir sieht es ähnlich aus. Also ich hatte irgendwann in der Beta, glaube ich, von Arma mal angefangen, ein eigenes G36 zu bauen. Es sah grausam aus, ist auch nie ins Spiel gekommen. Und dadurch war ich dann eigentlich immer schon so ein bisschen am Modding interessiert. Hab dann durch AGM mal ein bisschen mit Skripten angefangen, hab dann auch ein paar kleine Modelle importiert für AGM. Das war so mein erstes. Und dann habe ich gemeint, als dieser Aufruf eben kam, ja, jetzt schaust du es dir mal ein bisschen genauer an, hab dann, ich glaube, im Abend oder so mal so ganz rudimentär so ein Arma-2-Fahrzeug mal eingebaut. Das war auch also grauenhaft. Und eben das meiste habe ich jetzt eigentlich hier dann gelernt über, wie Ironie schon gesagt hat, eben die Sachen, die schon bereits importiert waren. Und dann hat er auch wirklich Learning by Doing und ja, auf die Schnauze fallen. Und wieder zurück und wieder neu anfangen. Es ist aufwendig, das zu lernen, aber es ist nicht unmöglich. Also wenn man in der Lage ist, aus Bestehendem zu lernen, geht's relativ schnell. Okay, aber auch da natürlich viel, viel Übungssache, nehme ich an. Ja, aber gut, dass man da von vielen, von alten Leuten, die schon lange Erfahrung haben, viel mitnehmen kann, ist ja eigentlich, glaube ich, überall gleich, egal ob man Missionsdesign betreibt, Mapping, auch jetzt, sage ich mal, was Clanführung angeht, was im Spielen in Arma angeht. Man lernt ja eigentlich immer von denen, die schon länger dabei sind. Das ist, glaube ich, bei Arma ein ganz gutes Spiel, was es immer wieder beweist, dass man auf die auch wirklich angewiesen ist, irgendwo, die viel Erfahrung haben, weil ohne die wäre man, glaube ich, oftmals so ein bisschen aufgeschmissen, glaube ich. Zumindest was ich so höre von dem Community-Support, was BI so gibt und Modern ja doch recht oft Hürden in den Weg stellt. Stimmt das eigentlich? Das ist nochmal eine ganz kurze Frage am Rande. Stellt man euch viele Hürden im Weg? Ich meine, es gibt ja immer Updates. Das eine Update ist wahrscheinlich kritischer. Sowas wie ein Chat-DLC stelle ich mir, ich als Laie, stelle es mir kritischer vor als einen, keine Ahnung, einen Bugfix.
Ja, das ist grundsätzlich ganz unterschiedlich. Also es gibt sicherlich Updates, die viel bewirken, aber einfach zu beheben sind, also wo man dann so ein paar Sachen anpasst. Es gibt aber auch Sachen, die gar nicht so viel bewirken, aber ein riesiger Aufwand dahinter steht. Wenn jetzt zum Beispiel irgendwas Grundlegendes also geändert wurde, wo man dann jedes Modell, das man hat, anpassen muss, zum Beispiel. Oder jede Config, die man hat und so weiter. Wenn Skripte auf einmal nicht mehr funktionieren, weil irgendwas in der Struktur geändert wurde. Also das hat immer ganz unterschiedliche Auswirkungen, wie jetzt das nächste Update aussieht. Und bei den Jets zum Beispiel, da stehen wir vor dem leichten Problem, weil die Jets werden ja zum Beispiel so ein Arsenal haben, das man selber dann einstellen kann. Ja, und das geht für unseren Tiger zum Beispiel nicht. Weil der hat in seinen Waffen hat er Animationen drin und die kann man dann nicht einfach, sag ich mal, bestimmen, dass die jetzt in der nächsten Waffe mit drin sein sollen. Also das funktioniert nicht so einfach. Ja, wo wir dann auch noch schauen müssen, ob wir da was machen können oder eben nicht. Also da einfach ein bisschen abwarten und schauen, was die Zukunft bringt. Also ich bin wahrscheinlich eines dieser wenigen Personen, die solche Features immer wieder klasse finden. Ihr baut ja jetzt bei Fahrzeugen den Blinker ein, sei es der Leopard, also der Leo, sei es der Puma, sei es der Igel, ja. Ist eine nette Spielerei, die, glaube ich, nicht so viel aufs Spielgeschehen auswirkt. Klar, wird sie nicht, aber. Ich steckt hinter sowas eigentlich, was in Anführungsstrichen kleinen, weil es sind ja quasi nur Punkte, die blinken, sehr viel Aufwand, oder wie kann ich mir das vorstellen? Also bei diesen, also so wie ich es jetzt gemacht habe mit den Blinkern, es sind ja dann auch nur die Warnblinker, also es leuchten immer nur alle vier. Also ich kann jetzt nicht nach links und nach rechts blinken, das geht nicht. Das wäre auch viel zu viel des Guten. Nein, so wie ich es gemacht habe, ist es wenig Aufwand, weil es ist nur die Animation, es wird eine Fläche drüber gelegt, die dann ein bisschen leuchtet und Rest macht die Engine. Ja, und ist dann an- und ausschaltbar. Man könnte es aufwendiger gestalten. Aber dafür, dass man es dann wahrscheinlich selten nutzt, bis gar nicht, ist es die einfachste Variante, die möglich ist. Was natürlich, also bei den Spiegeln beim Igel, die fallen ja ab, noch sichtbar ab, ist natürlich wesentlich mehr Aufwand. Also dreimal so viel Aufwand, wie die Blinker jetzt waren. Okay, was mich dazu interessiert jetzt, ich als Missionsbauer, ich bin ja eher so nur Missionsbauer, will mich jetzt so ein bisschen mal mit Mappen beschäftigen, ja, habe ich schon damals bei Projekt Taunus Interview gesagt, aber immer war die Zeit dazwischen. Was mich aber interessiert so als Missionsbauer so ein bisschen, ist ja der Eden-Editor. Ich stelle jetzt ein Fahrzeug hin, den Eagle jetzt als Beispiel, wenn das nächste Update ist, könnte ich schon im Eden-Editor einstellen, dass der von vornherein blinkt. Könnt ihr dazu was sagen? Ja, also es wäre nicht, es wird dann auf die alte Art gehen. Also über die Init-Zeile könnte man die Animation gleich schalten, ja. Okay, das ging also. Das ist cool, da kann man natürlich auch für Missionen sicherlich was gestalten und auch so eine Straßensperre noch mal ein bisschen cooler gestalten. Ja, danke dafür erstmal. Das nächste Update ist ja in naher Zukunft, nehme ich an, so wie es angedeutet wurde. Natürlich wird es noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Worauf fokussiert euch bei dem Update jetzt persönlich? Was sind so euer Fokus für das nächste Update? Ja, also im Vordergrund steht natürlich der Eagle, ja, das Flaggschiff für die nächste Version. Aber das ist nicht alles. Also mal abgesehen davon, dass der Eagle so ein bisschen auf das Armor-Update wartet, weil da nämlich etwas behoben werden muss und vorher auch der Eagle nicht raus kann, gibt es natürlich auch noch andere Bugfixes, die da mit drin sind, die wir machen müssen. Und ja, kleinere Verbesserungen. Ein paar Sachen, die wir noch nicht so genau ankündigen wollen, aber es ist nicht nur der Igel, es sind noch einige kleine Sachen dabei. Okay, zeitaktuell gutes Thema. Arma 3 steigt jetzt von 32-Bit auf 64-Bit rum. Der Hype war groß, auch wenn es natürlich sicherlich nicht so viel bringen wird. Ist es deutlich schwieriger, auf 64-Bit zu programmieren? Ich habe das irgendwo mal gehört, als auf 32-Bit. Also uns betrifft das jetzt weniger. Ja, erzähl ruhig. Ja, das betrifft halt hauptsächlich Mods wie zum Beispiel Taskforce oder Acre oder Ace, die eben DLLs mit ins Spiel reinladen, also kleine C++-Dateien, die dann
Rechenarbeit quasi aus dem Spiel rausnehmen und das halt deutlich performanter gestalten. Und sowas haben wir eben aktuell gar nicht, aber man kann nicht ausschließen, dass sich da für uns was ändern wird, das kommt dann drauf an, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass für uns das schwieriger wird. Also bei der für euch identisch bleibt, ist von Mod zu Mod unterschiedlich, von Projekt zu Projekt. Ja, und auch für Leute, die LLs bereits haben, sollte es kein großer Aufwand sein, kommt natürlich drauf an, ob sie irgendwelche anderen Bibliotheken noch verwendet haben. Aber normalerweise ist das nur eine Option, die man halt noch anschalten muss, dann sollte das für alles klappen. Da bin ich gespannt. Ich freue mich auch schon auf das Update. Vielleicht bringt es 3, 4 FPS mehr. Wäre cool auf jeden Fall. Ist in Arma ja schon eine Zahl, die groß ist, kann man so sagen. Im Multiplayer zumindest. Ja, ich bin soweit tatsächlich durch mit meinen Fragen und möchte mich hier bei euch, und das ist auch noch ein Punkt, den ich sagen sollte von der Community, auch da wieder habe ich das zugespielt bekommen, danke zu sagen, A, für die Zeit, die ihr euch jetzt hier genommen habt, für das Interview, und B, für die Zeit, die ihr letztendlich in das Projekt steckt. Ihr habt es ja auch, ihr, so wie ihr wisst es, und die Community, ihr habt es draußen gerade gehört, wie viel Zeit die Leute in ein Projekt wie die BW-Mod stecken, und dann natürlich noch auf Kritik eingehen müssen, wie, ey, zu langsam oder sonst was, oder kommt das und das Fahrzeug. Da steckt viel Arbeit dahinter, was ihr jetzt so ein bisschen raushören könnt. Davon einfach ein Dankeschön an euch wirklich für alles, was ihr das so fleißig macht. Und gibt's noch vielleicht was ihr so am Ende sagen wollt? Sowas wie, was müssen die Leute mitbringen, für dass sie helfen müssen oder so? Ja, also da haben wir natürlich ja schon gesagt, Grundkenntnisse sind vorteilhaft. Aber wir würden uns grundsätzlich über jede Unterstützung freuen. Also jeder ist eingeladen, vorbeizukommen. Wir reden gerne über Projekte, die schon bestehen und vielleicht zusammengeführt werden können. Oder jemand, der einfach von Grund auf damit erstmal anfängt und was beitragen möchte, weil er vielleicht irgendwas Bestimmtes in der BW-Mod sehen möchte und das dann eben auch selber machen möchte. Also wir freuen uns über Unterstützung. Ja, das wollen wir sehen. Da würden wir uns richtig drüber freuen. Das wäre auf jeden Fall schön, also für alle Leute, die das Interview gesehen haben, wenn ihr euch mit Modding auskennt oder Grundkenntnisse haben, wie gerade so schön gesagt wurde, dann meldet euch doch einfach mal bei den Jungs, entweder auf Armor World oder im BW-Mod-Forum kann man euch, denke ich, auch anschreiben oder im Teamspeak, ich weiß nicht, inwiefern die TS-Adresse öffentlich ist, das weiß ich gerade tatsächlich zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Ja, das nochmal ganz kurz dazu und ja, wirklich Dankeschön, dass ihr da wart, dass ihr so viele, viele Fragen beantwortet habt, auch die Fragen der Community so gut angenommen habt. Und ich denke, wir bleiben sowieso in Kontakt mit ein paar Leuten, denke ich, sowieso. Informationen werdet ihr ja sowieso zuspielen über die Foren, auch über meine Arma News wird es das natürlich weiterhin geben. Und bleibt zu sagen, wünsche ich euch allen einen schönen Abend und danke nochmal für das Interview. Tschüss. Tschüss. Tschüss.